Hallo Leute, ich bin Lanwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von WarZ Love Survivor. Ja Leute, was machen wir heute? Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir machen gleich mal Vorbereitungen, um auf Level 2 zu kommen. Denn ich möchte endlich mal auf Level 2 kommen. Ich meine, nicht unsere Charakter Level 2, sondern bauen, damit wir auf Level 2 was bauen können. Dazu brauchen wir Leder. Und zwar ziemlich viel Leder. Ich will heute mal suchen. Aber nebenbei erzähle ich euch was. Und zwar, Freunde, ich habe ein Video angeschaut. Und da stand etwas Interessantes, Freunde. Und das hat mich irgendwie auch gewundert. Der hat immer noch nichts. Was heißt gewundert? Das hat mich gar nicht gewundert, sondern mehr so, ja, das habe ich schon mal gesagt. Und zwar, Freunde, dieses Spiel ist jetzt auf Top 10 geschafft. Also, der hat jetzt Top 10 geschafft in sogenannten Kopien von Letzter Nerd. Und ich habe dann ein Video angeschaut. Ein Spieler, beziehungsweise ja, ein Let's Player, ein russisches Let's Player, hat das gleiche gemacht und zwar verglichen die Spiele. Und das Geilste, was rauskam, ist, dass dieses Spiel sozusagen Let's Play Nerd überholt hat. Und ich habe mir dann erinnert sozusagen und habe mir gedacht, ja, das habe ich doch gesagt von Anfang an, dass dieses Spiel einfach das Original einfach überholt. Da hat in so kurzer Zeit sozusagen so weit gebracht. Also in Top 10 hat er es geschafft. Also hier gibt es was Neues, Freunde. Oder habe ich das letzte Mal übersehen? Tankstelle. Okay. ATV braucht man da. Okay. Da gibt es ein Nachbarchen. Wir gehen, aber wir müssen. Ich gehe jetzt in diese zwei rein. Also erstmal in den Wald und da, wo das Auto ist. Vielleicht gibt es da Leder. Ich brauche unbedingt Leder. Also gebrochenes Leder heißt es eigentlich. Was mir persönlich gefällt, dass das erstmal den Top 10 geschafft hat. Also das war irgendwie vor Wochen. Sprich, kann sein, dass das jetzt schon in Top 5 ist. Am besten Spieler. Ja, also wenn das wirklich in so kurzer Zeit so weit schafft, dann ja, das kann dieses Spiel gar nicht so schlecht sein, ne? Und ja, was kann man da sagen? Glückwunsch. Glück wünschen kann man da auf jeden Fall, weil ich finde, dieses Spiel hat es verdient. Weil die haben wirklich, also das Spiel hat wirklich geschafft, anders zu sein als halt sein Vorgänger sozusagen als letzter Nerd. Und sogar besser. Vor allem besser zu sein als letzter Nerd. Was hat mir dazu gebracht, also diese kleine Geschichte euch zu erzählen, also diese kleine Nachricht zu überbringen? Ja. Und vor allem, Freunde, lass mich in Ruhe, du blöder Zombie. Vor allem, Freunde, wow, der hat das, was wir brauchen, gebrochenes Leder. Dankeschön. Blöder Zombie. Ich habe mich auch noch bedankt bei dir.
Warte. So, jetzt. Bitte gebrochenes Leder. Jawohl, Freunde. Mal heilen. Oh, da kommt noch einer. Na, komm zu Daddy. Hast du gebrochenes Leder bei sich? Also, auf jeden Fall, wir brauchen gebrochenes Leder und noch etwas, und zwar Medics. Eisen kann ich hier so viel ich will hier einsammeln. Moment, Freunde, ich mach kurz was, und zwar hier reingehen. Ich verdurste gerade und ich sehe, ich habe kein Wasser mit. Habe ich keinen Platz oder was? Ist nicht gut. Nicht gut. In so kurzer Zeit habe ich schon keinen Platz mehr. Was kann ich da machen? Und Gras wegschmeißen. Gras kann ich jedes Mal einsammeln, deswegen. Ja. So, jetzt aber. Ich finde, also auch letzter Net hat nicht in so kurzer Zeit irgendwie geschafft. Auch wenn die Steuerung schon da war, bevor letzte Unit kam. Und zwar bei Zombie Shooter, glaube ich, hieß dieses Spiel, gab es die gleiche Steuerung. Trinken, trinken, trinken. So, jetzt hoffe ich, dass du nicht pissen möchtest. Jawohl. So, warte. Ein Seil. Okay, Seile brauchen wir auch. Also, das ist jetzt. Gibt es da irgendwo noch Zombies, bei denen ich was abholen kann? Nein, aber Eisen. Eisen ist immer gut. Eisen will ich haben. Ich finde überhaupt dieses Spiel, als ich da dem gefunden habe und angefangen habe zu Let's Playen, habe ich so viele Kommentare bekommen, ja, von wegen kacke Spiel, wieder mal eine Kopie, aber irgendwie, wenn der in Top 10 schafft, heißt das, dass dieses Spiel einfach gespielt wird. Und auch vor allem gut gespielt wird. Also, ich meine, es kann ja nicht umsonst gewesen sein, dass der jetzt in Top 10 gekommen ist. Sprich, es gab jetzt. Also, ja, das heißt einfach, dass das jetzt eingesammelt von dem Spieler. Also diejenigen, die dieses Spiel spielen, wird es immer mehr. Und das heißt, dass wir immer mehr werden, die das Spiel spielen. Holz, Holz. Ich wollte eigentlich das Schwein auseinandernehmen. Ja, danke. Ja, das meine ich ja auch. So. So, wie gesagt, Freunde, wir bereiten uns vor. Ich brauche Leder. Deswegen bin ich auch hier. Oh, ich bin Level aufgestiegen. Ist das nicht toll? Ist es, Freunde, ist es. So, hier sind Steine. Omas, komm her, du Schwein, dich mach ich auch alle, na, dankeschön. Ich habe jetzt aber normales Leder und irgendwie muss ich jetzt irgendwas aufsteigen, damit ich dieses Leder dann zum Superleder verarbeiten kann. Also, ne, also. Schwein, du gehst mir auf die Eier. Du auch, warte, warte, ich kill dich, warte. So, ich mal den Schwein. Ja, Fleisch habe ich jetzt so viel. Ey, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich werde ja regelmäßig ansehen. Was hat er so? Eigentlich nicht so schön ist, ne? Also Schuhe vielleicht. Mal anziehen. Meine Schuhe sind kaputt. Kannst du behalten. Kleiner Schwein. Der hat mich angegriffen. Jetzt habe ich schöne rote T-Shirt an. Was hast du denn? So schönes, was ist das?
Ja, wie auch immer. Also, wenn das da ist, kann ich das nutzen. Apropos, Freunde, ich sehe gerade. So, zum Glück. Ich sehe gerade auch, und das muss man jetzt auch dazu sagen, die haben eigenes Facebook-Seite jetzt, also die Entwickler. Sprich, es ist einfach nicht so, dass die jetzt das Spiel gemacht haben und haben aufgehört. Nein, es gibt erstens viele Updates, was ich ziemlich geil finde. Und auch dazu, ja, dazu noch eigene Seite, wo man jetzt denen schreiben kann, wie das Ganze einfach ablaufen soll, was uns so gefallen würde und so, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. So, warte. Da gibt es noch was zum Sammeln. Also, zum Essen brauche ich sowieso viele Sachen. Also, warte, da ist ein Zombie, den killen wir als erstes. Hast du was? Okay. Überlegen, überlegen. Ich nehme lieber das da. Das ist jetzt aus Eisen, nicht mehr aus Stein. Supi. So, jetzt fahren wir nach Hause. Legen unsere Sachen ab. Also, wie gesagt, wir machen gerade einfach Vorbereitungen, deswegen bin ich hier unterwegs und nicht mehr zur Schule oder so. Schule fand ich geil, Freunde. Das fand ich überhaupt geil. Also, ich meine, Freunde, Schule hat mich irgendwie erinnert an den Bunker. Aber was ich geil finde, irgendwie ist es nah an Realität. Was ich meine, also irgendwie, okay, Ende der Welt, Bunker funktionsfähige Bunker gibt es da noch, aber voll mit Zombies. Ich hätte noch verstanden, dort wären dann Überlebenden und so, ne, also Soldaten und so. Nein, da sind jetzt Zombies drin. Ja, aber der ist funktionsfähig. Hier allerdings kommst du in der Schule, ja, also Ende der Welt, Zombies überall, Schule, Zombies und so. Und das ist voll eine Realität. Ja, also stellt euch vor, in Wirklichkeit so Zombies und so, ihr seid hier, der Überlebende kommt hier zur Schule und dort wären keine Zombies. Ja? Und das finde ich geil. Das finde ich absolut geil. Das ist wirklich, ja, nicht mehr der Bunker, sondern so eine wirkliche Schule, wo man hingeht und ja, Zombies trifft. Und die dann euch das Leben zur Hölle macht. Finde ich total geil. Stopp mal. Also habe ich nur zwei gebrochenes Leder oder was? Nicht gut. Nicht gut. Weil wir brauchen fünf. Wir brauchen fünf Jungs. Ja, wir haben jetzt ein ganz normales Leder. Einem gemacht. Essen. Ja, Popcorn macht 18. Ja, supi. Hier gibt es nur Wasser. Alright. Hier gibt es Essen. Alright. Ich lege hier nochmal das hier. Ich mache jetzt so, Freunde, ich mache noch eine Kiste irgendwann mal. Und mache so, dass fertige Sachen in eine Kiste kommen und unfertige Sachen, so zum Beispiel wie jetzt rohes Fleisch oder so, kommen in die Kiste hier. So wie hier zum Beispiel. Fertige Steine kommen in eine andere Kiste und fertige Eisen kommt in eine andere Kiste und so weiter. Ne, also ich mache das mal mit der Zeit aufteilen. Da liegt meine Leiche irgendwie immer noch rum und verrottet. Kann ich das irgendwie nicht begraben oder so? Naja, halt. So,
schlägt mich hier hinab. Das sind solche Sachen, die ich eigentlich. So. Was haben wir hier? Waffen? Ich glaube, ich habe doch irgendwo noch diese Gegengift gehabt. Also das, was ich jetzt mittrage. Habe ich irgendwo liegen gehabt. Denn auf jeden Fall, das hatte ich irgendwo. Ja, hier. Das ist jetzt das dritte. Noch zwei brauchen wir. Ich habe aber diese Sachen, was ich noch jetzt wachsen lassen kann. Und das wird ein Gegengift. Was wächst hier gerade? Okay. Mach ich halt später. Denn weil, Freunde, was ich noch sagen möchte. Ich habe irgendwie nur ein Leder. Das ist absolut nicht gut. Absolut nicht. Okay, ich brauche noch Kisten. Sehr viele Kisten sogar, Freunde. Sehr viel. Was habe ich hier? Mal schauen. Vielleicht gibt es hier was Neues. Oh, wir haben einen Tisch, Freunde. Ja. Eine Couch, ein Bett. Und ein paar Anziehsachen hier. Die Waffen sind geil. Und das ist viel mehr als die sogenannte Kopie. Was ist hier? Das will ich haben. Und das hier. Holz habe ich, das habe ich, aber ich glaube entweder das hier. Ab Level 3 wäre das, genau das ist das. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, um diese Tierleder zu verarbeiten. Aber da brauchen wir Level 3. Okay, updaten. Wir brauchen 5 Gifte, 12 Holz und 5 Leder. Also wir müssen sehr lange noch dieses Leder sammeln, Freunde. Auf jeden Fall. Wir können aber Feuer machen. Ja, Kohle habe ich auch nicht. So viel Kohle. Also das kommt noch. Hundenamen. Früher war es mit dem Essen, jetzt ist es leer. Also wir müssen noch Essen für den vorbereiten. Okay. Finde ich super. Eine Fackel. Hier mit Feuer und mit Holz und Seile hier mit ja. Gut. Das hier. Eisen und Seile. Ah, das könnte ich mir eigentlich machen, aber. Okay. Ey, ich verhungere gerade. Warum sagst du mir nicht, dass du essen willst? So. So, Leute, tut mir leid. Für heute wird's Schluss. Aber wir müssen noch sehr lange da arbeiten, damit wir das Leder hinbekommen. Entweder habe ich übersehen oder ich habe wirklich kein Leder außer diesem hier. Vielleicht liegt es irgendwo in der Kiste und ich habe es übersehen, Freunde. Mal schauen. Also hier sehe ich kein Leder. Nein, hier gibt's nichts. Warum bist du so verfressen, Alter? Hier sehe ich auch nichts, aber ich habe Bretter. Finde ich gut. Warum bist du so verfressen? Hier sind Steine. Das kann ich da auch ablegen.
So. Hier könnte das auch nicht sein, weil hier Essen ist. Das kann ich mal essen. Damit er seinen Hunger da stillt. Und hier ist das Wasserflaschen. Sprich, ich habe gar keine Leder. Ich brauche jetzt sehr viel Leder, Freunde. Also das muss ich mal machen. Sehr viel Leder. Damit der. Ja, also 2 von 5 haben wir schon mal. 2 von 5 und wir brauchen 5, damit wir Level 2 aufsteigen. Hier gibt es auch kein Leder. Und wir brauchen noch 2 Gegengifts. Gegengifts ist kein Problem, das können wir mal schnell mal ändern. Ich schau mal nach. Ja, das wächst noch. Also das wird ziemlich schnell, ziemlich lange wachsen. Aber wir haben das hier. Also das hier. Würzel, medizinische Würzel. Das können wir dann diese Medizin herstellen. Das ist kein Problem. Problem ist. Ja, Problem ist. Okay. Guckt auf die Map, Doc ist angezeigt wie eine tragbare Kiste, sozusagen. Okay, ist auch lustig, ne? Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liked dieses Video, kommentiert. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Level 2 werden. Und ja, das machen wir auch. Also, das wird kein Problem sein. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Lone Wolf, haut rein, tschüss.